Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. In dem heutigen Video werde ich einmal normal sprechen, weil ich mich gerade auf unserem Balkon befinde. Und hier ist es noch mitten am Tag, deswegen wäre das ein bisschen sinnfrei, wenn ich flüster, weil ihr sonst die Autos mehr hört als mich. Und ja, da ihr halt Lust hattet, mal den Pool von Apollo zu sehen, dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal so ein kleines Video davon, damit ihr das mal sehen könnt. Wie ihr sehen könnt, es ist halt sehr, sehr stabil. Ich musste es quasi nur einmal ausklappen, hinwerfen und ja, voila. Wir haben das Wasser aber noch nicht wirklich sehr voll. Gerade mal, ja, meine Hand ist noch nicht mal komplett drin, weil es dauert wirklich ewig, bis man das Wasser komplett drin hat. Also es sind, wer weiß, wie viele Liter. Und deswegen machen wir immer nach und nach, damit das Wasser auch wirklich immer schön kalt bleibt. Genau, und gerade ist es echt richtig, richtig schön angenehm. Also wenn ich jetzt danach gehen würde, wie es momentan ist, könnte ich mich da einfach so reinsetzen. Ich würde da so locker reinpassen. Ich kann euch ja mal zeigen, wie ich den momentan so sauber halte. Da ich keinen kleinen Kescher gefunden habe, habe ich jetzt einfach dieses kleine Küchensieb hier genommen, weil das benutzen wir an sich nie. Deswegen ja, nehme ich das jetzt hier einfach für den Pool. Und damit fische ich dann halt immer Apollos Hundehaare und alles raus. Ich hoffe wirklich, dass ihr auch was hören könnt. Ich gebe mir Mühe. Und außerdem wolltet ihr immer wieder ein Video mit meiner normalen Stimme hören. Und deswegen dachte ich, ich verbinde das jetzt einfach mal. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Aber der holt immer minimal die Schmutzsachen raus. So wie Haare oder wenn hier mal ein Blatt reinfliegt oder so, was ja auch gerne mal passiert. Weil wir wohnen auch ganz oben. Oder wenn sich auch mal ein Insekt verirrt oder so. Der Pool ist im Umfang 1,20 Meter und Apollo passt da locker rein. Also da könnte locker noch einer rein. Ich kann ja mal versuchen, ihn hierher zu holen. Uno momento. Ja, er geht immer sehr langsam rein. Ganz vorsichtig. Genau. Ja, perfekt. Super. Ja, und hier kühlt er sich halt immer richtig schön ab. Nachdem wir Gassi waren. Oh, das sind andere Hunde. Ja. Ja. Dann lässt er sich gerne mal auf ein Frauchi kraulen. Ja, Pupsi? Ja? Dann möchtest du wieder raus? So, meine Lieben, da bin ich auch wieder. Der Apollo hatte gerade nicht wirklich Lust im Pool. Heute ist auch ein bisschen windiger draußen. Das ist das Problem. Schnell meinen Zopfgummi festmachen. Ich mache jetzt einfach noch ein paar Water Sounds so für euch. Wie gesagt, das ist ja heute eh bloß ein kleines Pool-Video, wo ich euch das mal zeige. Und wir wollen so einen Hundepool auch gar nicht mehr missen. Also ist echt eine richtig tolle Sache. Ich hoffe wirklich, dass euch die Autos nebenbei nicht stören, aber vielleicht findet es ja auch der ein oder andere
entspannend. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Okay. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses kleine Vorstellungsvideo von Apollos Pool hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und ja, außerdem habe ich noch etwas Besonderes vor. Ich habe nämlich überlegt, dass ich eine Reihe starte, bei denen wir quasi Lost Place besuchen. Und ja, ich werde dann quasi verlassene Orte besuchen und ja, werde euch dann da mitnehmen und flüstern. Ich denke mal, wenn ich die Aufnahmen mache, werde ich nichts sagen. Ich werde die dann quasi als Tonspur oben drauflegen, ist aber dann situationsabhängig. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da allgemein mal Bock drauf hättet, auf so ein Lost Places quasi besuchen und dass wir da eine Reihe draus machen und verschiedene verlassene Orte halt besuchen. Weil ich persönlich finde sowas immer sehr, sehr interessant. Okay, meine Lieben, das war es dann auch schon mit unserem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!